wenn ich im Titel, im Haupttitel des Vortrags heute Abend von der Zukunft unseres Todes spreche, so beziehe ich mich auf Arten und Weisen, in denen wir, die westlichen Intellektuellen, heute über den Tod nachdenken. Wir halten es zum Beispiel mehrheitlich, nicht ohne Ausnahme, wir halten es zum Beispiel mehrheitlich für notwendig, für kaum eine Begründung bedürftig, ja für eine Wahrheit, dass Schwangerschaftsunterbrechungen legitim sein sollen. Aber wir sind mehrheitlich gleichzeitig auch gegen die Todesstrafe. Natürlich kenne ich die Gründe oder die dominanten Gründe für beide Mehrheitsmeinungen. Aber die Dinge komplexer machen könnte zum Beispiel heißen, dass man daran erinnert, wie diese scheinbar solide Doppelmeinung ja auch als ein Widerspruch gesehen werden könnte. Denn der typische Intellektuelle ist dann zugleich bedingungslos für, aber auch zugleich nicht bedingungslos für die Erhaltung menschlichen Lebens. Wie gesagt, befürchten Sie nicht, dass das ideologisch wird oder in politische Debatten eingreift. Ich möchte weniger meine Meinung oder Antworten in den Vordergrund stellen, als Optionen für ein Denken wieder eröffnen, das unter alltagspragmatischen Bedingungen nicht stattfindet und vielleicht nicht stattfinden kann. Und das ich deshalb gerne riskantes Denken nenne. In diesem Sinn, im Sinn von riskantem Denken, heißt die historische Hauptthese meines Vortrags heute Abend, ist die intellektuelle Hauptherausforderung des Themas, dass erstens seit dem 18. Jahrhundert das Denken über den Tod zunehmend zu einem Denken aus individualistischer, aus individueller Perspektive geworden ist. Dass diese Tendenz zweitens in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts einen absoluten Höhepunkt erreicht hat. Und dass wir uns es drittens angesichts der gegenwärtigen politischen, aber nicht allein politischen Herausforderungen, aber ich werde auf eine Post-September 11th Perspektive auch eingehen, dass wir uns es drittens angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen gar nicht mehr leisten können, das Thema des Todes ausschließlich aus dieser kanonisierten individualistischen Perspektive anzugehen. Diese zentrale These hat mir eine Gliederung in 5 Punkten für diesen Vortrag aufgegeben. Naja, aufgegeben. Ich habe eine Gliederung in 5 Punkten gemacht, so wie in der französischen Tragödie des 17. Jahrhunderts. Ich möchte im Blick auf die römische Antike und das späte Mittelalter beginnen und dort eine zentrale typologische Unterscheidung entwickeln, die dann für den ganzen Vortrag hoffentlich nützlich sein wird. Und zwar die Unterscheidung zwischen dem Denken über den Tod mit einer Transzendenzannahme und dem Denken über den Tod ohne Transzendenzannahme. Dabei setze ich nicht voraus, dass Denken über den Tod mit Transzendenzannahme immer auch ein Denken über den Tod aus kollektiver Perspektive sei oder Denken über den Tod ohne Transzendenzannahme ein Denken aus individualistischer Perspektive sei, obwohl generell, glaube ich, diese Zusammenstimmung, diese Zuordnung der Perspektiven eintreten wird. Im zweiten Teil geht es um das Denken über den Tod in der Aufklärung, das noch dominant ein Denken aus der sozialen, aus der kollektiven Perspektive war, vor allem aus der Perspektive des Staats. Der Text, der im Zentrum des zweiten Teils steht, ist die Beschreibung einer Exekution in Louis-Sébastien Mercier's utopischem Roman L'An 2440, das Jahr 2440. Ich werde mich dann im dritten Teil auf das Denken über den Tod vor allem nach dem Ersten Weltkrieg konzentrieren. Und dabei werden natürlich ganz unvermeidlich die einschlägigen Abschnitte aus Heideggers Sein und Zeit, wie Sie alle wissen, 1927 veröffentlicht, im Zentrum stehen. Und zwar deshalb, weil sie ganz bewusst herausgearbeitet sind als ein extremer Punkt in der Individualisierung des Denkens über den Tod. Mit Teil 4 schließe ich dann endlich zur Gegenwart auf, die ich in Bezug auf unser Thema als ein Spannungsverhältnis beschreiben möchte. Denn auf der einen Seite ist unser Denken über den Tod, unser intellektuellen Denken über den Tod, immer noch heute dominant ein Denken aus der Perspektive der Individualität. Ich denke, das erweist sich, wenn Sie die Ankündigung der meisten Vorträge für diese Vortragsreihe lesen. Aber auf der anderen Seite gibt es, wie ich schon einmal erwähnt habe, nun zahlreiche und verschiedenartige Gründe, die mir ein Umdenken nötig zu machen scheinen.
Im Schlussteil endlich, der auf die Zukunft unseres Todes, das ist die Titelformulierung, ausgerichtet ist, werde ich keine Lösungen vorschlagen. Ich werde auch nicht zum Besten geben, was ich persönlich zu diesem Thema denke, wen würde das interessieren, sondern ich werde auf einige bereits bestehende Diskurse und Positionen in der gegenwärtigen Situation zu sprechen kommen, von denen ich glaube, dass sie im erläuterten Sinn, im Sinn der Notwendigkeit eines Umdenkens, ein gewisses Zukunftspotenzial haben. Nun zuerst zur historischen Typologie, zu zwei Arten über den Tod nachzudenken. Im antiken Rom, und da wird Seneca mein Bezugsautor sein, und im späten Mittelalter. Seneca steht natürlich für die Stoa und den Epikureismus. An seiner Position ist für uns interessant und bemerkenswert, dass Zeit als Form der Erfahrung, und Zeit als Form der Erfahrung ist eine Formel Husserls, Zeit als Form der Erfahrung erstaunlich nah an jener Beschreibung der Zeit liegt, die für uns seit Baudelaires Peintre de la Vie Moderne, das gilt jedenfalls für Romanisten, kanonisch geworden ist. Zitat 1. Das Leben zerfällt in drei Abschnitte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart ist ein bloßer Übergang, die Zukunft ungewiss, die Vergangenheit unveränderbar. Natürlich der Kommentar der drei Zeitdimensionen scheint mir interessant und erstaunlich nahe unserem Denken. Zum einen, dass die Zukunft ungewiss sei und die Vergangenheit unveränderbar, aber vor allem, und das war meine Anspielung auf Baudelaire, dass die Gegenwart beschrieben wird als ein Moment des bloßen Übergangs. Die Zukunft, die nach Seneca ungewiss ist, ist eine Zukunft, die mit dem individuellen Leben endet. Es gibt, denke ich, in einem ernstzunehmenden philosophischen Sinn in dieser Philosophie keine Transzendenz und das hat zwei Konsequenzen. Da das individuelle Leben allein hier als das Maß der Zeit gilt, kann als bewusste und wertvolle Verwendung der Zeit und der Gegenwart allein das gelten für Seneca, was der Bildung des Individuums dient. Und hier bin ich der Interpretation Foucaults in den späten Bänden der Histoire der Sexualität nahe. Das ist eine Bildung des Individuums im Sinne einer ästhetischen Bildung. Geschäfte und politischer Ehrgeiz sind ohnehin negativ für Seneca. Es gibt aber auch negative Formen der Muße. Und da möchte ich Ihnen Zitat 2 und 3 zur Verfügung stellen, ja, weil es Formulierungen gibt, die in geradezu grotesker Weise mich an unsere Gegenwart erinnern. Schickimicki-Gegenwart. Manche Menschen leben sogar in ihrer Mußezeit gehetzt. Selbst wenn sie sich in ihrem Landhaus inmitten vollkommen, denken Sie an Starnberger See, inmitten vollkommener Einsamkeit auf einer Liege ausstrecken, sind sie nervös. Man kann ihr Leben nicht ein Leben der Muße nennen, eher ist es ein Leben in gehetzter Tatenlosigkeit. Soll man einen Mann entspannt nennen, der größte Mühe darauf verwendet, den richtigen Platz für seine korinthischen Bronzeplastiken zu finden und den ganzen Tag über einige Stücke Metall nachdenkt, deren Wert die Besessenheit einiger Sammler in schwindelnde Höhe getrieben hat? Oder der am Rande der Kampfstätte den Knaben beim Ringen zuschaut? Nicht einmal unsere Laster sind mehr römische Laster. Der das modischste aller Trainingslager für seine Athleten unterhält? Und ich füge noch ein Zitat hinzu, Senecas Kulturkritik. Ein besonderer Dorn in seinem Auge waren die Gladiatorenspiele. Um die Mittagszeit ging ich zum Zirkus, denn ich erwartete ein komisches Spiel, eine Entlastung von den Mühen des Alltags. Doch was ich sah, war das Gegenteil. Wirklich, ohne alle Übertreibung, was ich sah, war reines Morden. Die Kämpfer waren völlig ungeschützt und jeder Hieb führte zu Verletzungen. Das ist es, was die meisten Zuschauer am liebsten sehen. Warum denn nicht, denken sie? Wofür braucht man eine Rüstung, wofür eine Ausbildung im Fechten? Dadurch wird ja nur das Morden aufgeschoben. Wertvoll als Verwendung der Gegenwart ist allein die Philosophie, Zitat 4. Die einzigen, die wirklich Muße haben, sind diejenigen, die sich Zeit für diese Philosophie nehmen. Nur sie leben wirklich. Sie verfügen nicht nur in der besten Weise über die Zeit ihres eigenen Lebens. Sie eignen sich auch alle vorherigen Zeiten an, und nutzen so all die Jahre der Vergangenheit. Schließlich und vor allem
folgt aus dieser Perspektive der Individualisierung der Zeit und des Todes, aus dieser Absenz der Transzendenz, dass Seneca die Verfügbarkeit des Individuums über sein Leben fordert. Und das ist ein zentrales Philosophem. Zitat 5. Wer sich gegen das Recht auf Freitod ausspricht, begreift nicht, dass er sich den Weg zur wahren Freiheit verstellt. Das Schicksal war nie großzügiger als in Gestalt der vielen Ausgänge aus dem Leben, die es anbietet, obwohl es doch nur einen Eingang ins Leben gibt. Lassen Sie mich als eine Fußnote hinzufügen. Sie haben sich vielleicht gewundert, warum ich Ihnen dieses Gladiatorenzitat vorgelesen habe, dass ich auch die Gladiatorenspiele, die Seneca ein Dorn im Auge waren, die aber seine römischen Zeitgenossen faszinierten, dass ich auch diese römischen Gladiatorenspiele für eine individuelle, also als ein Symptom für eine individuelle, individualistische Auffassung vom Tod ansehe. Denn was die Römer an den Gladiatoren und ihren Opfern faszinierte, das war die Contenance, das war die Persona, die Maske, die Gelassenheit in der Konfrontation mit dem Tod, die als absolute Tugend verstanden wurde. Nun zum Blick auf den Tod im späten Mittelalter. Ich kann an keinem Ort, zumal in München, nicht über das Mittelalter sprechen, ohne mich an den für mich inspirierendsten und elegantesten und bedeutendsten Lehrer Hugo Kuhn zu erinnern. Ich spreche vom späten Mittelalter, weil dies eine historische Umwelt war, in der das überlieferte symbolische System der christlichen Kosmologie nicht mehr adäquat für eine intern immer komplexer werdende Welt gelten konnte. Eine Konsequenz dieser Asymmetrie zwischen sozialer Komplexität und überliefertem symbolischen System lag darin, dass es in mehr und mehr Fällen nicht mehr entscheidbar, nicht mehr klar war, ob eine Handlung als tugendreich oder als sündhaft zu gelten hatte. In diesem Sinn hat Jacques Le Goff in seinem wunderbaren Buch La Naissance du Purgatoire das Heraufkommen der Fegfeuertopik erst seit dem 13. Jahrhundert und die gleichzeitig damit einhergehende enorme Ausdifferenzierung der Topiken für den Himmel und die Hölle, denken Sie an Dante, als Reaktion auf diese Asymmetrie und auf die durch sie entstehenden ethischen Ambivalenzen gedeutet. Der Tod war in dieser Welt natürlich nicht ein absolutes Ende, sondern ein Übergang. Und die ausführliche kollektive Imagination, die zur Beantwortung der Frage bereitstand und anwuchs, was man denn nach diesem Übergang zu erwarten hatte, brachte eine enorme Ausdifferenzierung seit dem 13. Jahrhundert hervor. In diesem Sinn bedeutete das spätmittelalterliche Memento Mori mindestens zweierlei, vielleicht dreierlei, es hatte mindestens zweierlei soziale Konsequenzen. Es konnte einmal ein Aufruf zur Weltflucht sein, aber es konnte auch ein Aufruf sein zu einem im ethischen Sinn gewissenhaften Leben, zu einer Heiligung der Welt. Und wir ahnen alle, dass es auch ein Aufruf sein könnte, und ich verwende bewusst hier schon anachronistisch-heideggerische Terminologie, dem Tod den Rücken zuzukehren und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Worum es mir bei diesem Beispiel geht, bei diesen Beispielen geht, sind natürlich zwei verschiedene Typen der Sicht des Todes. Wo der Tod als ein absolutes Ende gesehen wird, das Angst auslöst, da wird der Tod immer und die Überwindung dieser Angst zu einer Angelegenheit des Individuums. Also wo der Tod eine absolute Grenze ist, denke ich, ist die Topik des Denkens über den Tod eine individuelle oder individualistische. Wo der Tod als ein Übergang vom Diesseits zu einem Jenseits thematisiert wird, da besteht die Tendenz, den Tod in Beziehung zur Gesellschaft zu setzen. Selbstverständlich werden diese beiden Typen im Einzelfall, im historischen Einzelfall, durch spezifische Gegebenheiten differenziert. Durch demografische Bedingungen, durch den Stand der Medizin, den Stand der Naturwissenschaft, den Stand der militärischen Technik, durch je historisch verschiedene menschliche Selbstreferenz und anderes mehr. Aber im Prinzip, und obwohl ich weiß, dass es intellektuell schlechter Geschmack ist, mit binären Unterscheidungen zu arbeiten,
glaube ich, dass ich diese binäre Typologie, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, zumindest in den Jahrhunderten, auf die ich eingehe, durchhalten lässt. Und das bringt mich zum zweiten Teil meines Vortrags, zu einem Blick auf die Reflexion über den Tod im Zeitalter der Aufklärung. Prinzipiell kann man sagen, und das ist vielleicht auch für Sie überraschend, es war mir jedenfalls nicht so klar, als ich begann, in diesem Vortrag zu arbeiten, dass der Tod bis ins zweite Viertel des 19. Jahrhunderts hinein, einschließlich des deutschen Idealismus, weithin noch als ein Übergang gesehen wurde. Selbst bei jenen Autoren, für die die Existenz einer jenseitigen Welt nicht mehr außer Frage stand, tritt doch an die Stelle des Jenseits die Nachwelt, sodass der Tod, und ich zitiere Joachim Ritter, als eine Reductio ad essentiam erscheinen kann. Deshalb stehen im Hinblick auf den Tod im 18. und frühen 19. Jahrhundert noch nicht existenzialistische Fragen im Vordergrund, sondern die Frage nach der Verfügung des Staates und des Rechtssystems über das individuelle Leben. Zu einem zentralen Ort der Auseinandersetzung wird im 18. Jahrhundert die Frage der Todesstrafe. Für Kant zum Beispiel ist die Vollstreckung der Todesstrafe nicht nur ein Recht, sondern eine Verpflichtung des Staates. Dazu Zitat 6 und Zitat 7. aus der Metaphysik der Sitten. Nur das Wiedervergeltungsrecht, jus talionis, kann die Qualität und Quantität der Strafe bestimmt angeben. Alle andere sind hin und her schwankend und können, andere sich einmischenden Rücksichten wegen, keine Angemessenheit mit dem Spruch der reinen und strengen Gerechtigkeit enthalten. Zitat 7. Hat er aber gemordet, so muss er sterben. Es gibt hier kein Surrogat zur Befriedigung der Gerechtigkeit. Es besteht keine Gleichartigkeit zwischen einem noch so kummervollen Leben und dem Tode. Also gibt es auch keine Gleichheit des Verbrechens und der Wiedervergeltung als durch den am Täter gerichtlich vollzogenen, doch konzidiert Kant, von aller Misshandlung, welche die Menschheit in der leidenden Person zum Scheusal machen könnte, befreiten Tod. Dass die Diskussionslage freilich etwas komplexer oder komplizierter und ambivalenter war, zeigt die viel beachtete gegenläufige Intervention des italienischen Marchese Cesare Beccaria, und ich muss als Romanist eingestehen, dass mir nicht, ich weiß nicht, ob es Beccaria oder Beccaria ist, aber ich sage jetzt mal Beccaria, des italienischen Marchese Beccaria, der in einem Traktat aus dem Jahr 1756 argumentierte, dass die Todesstrafe auszusetzen sei, genauer, dass an die Stelle der Symmetrie des Talionsrechts eine Asymmetrie zwischen individuellen Verbrechen und staatlicher Milde treten sollte. Weil der Staat erstens auch einem Verbrecher nicht die individuelle Todesangst zumuten sollte und weil es natürlich zweitens, aber das ist das weniger interessante Argument, im Interesse des Staates liege, Justizirrtümer absolut auszuschließen. Kant wischte diese Argumentation etwas ungehalten weg. Zitat 8. Hingegen hat nun der Marchese Beccaria aus teilnehmender Empfindelei einer affektierten Humanität, compassibilitas, seine Behauptung der Unrechtmäßigkeit aller Todesstrafe aufgestellt, weil sie im ursprünglichen bürgerlichen Vertrage nicht enthalten sein könnte. Denn da hätte jeder im Volke einwilligen müssen, sein Leben zu verlieren, wenn er etwa einen anderen im Volk ermordete. Das ist Beccarias Argumentation. Diese Einwilligung aber sei unmöglich, weil niemand über sein Leben disponieren könne. Und nun Kants Reaktion, alles Sophisterei und Rechtsverdrehung. Strafe erleidet jemand nicht, weil er sie, sondern weil er eine strafbare Handlung gewollt hat. Nun legt uns das Kapitel über eine Hinrichtung, in dem von Louis-Sébastien Mercier im Jahr 1771 veröffentlichten Roman L'An 2440 die Vermutung nahe, dass insgesamt charakteristisch für das 18. Jahrhundert und für das Denken der Aufklärung tatsächlich eine Ambivalenz war zwischen einem gesellschaftlich konstituierten und einem individuellen Blick auf den Tod.
In dieser utopischen Gesellschaft des Jahres 2440, das geht aus anderen Kapiteln hervor, sollen das Recht und der Glaube an die Nachwelt alle religiöse Transzendenz absorbiert haben. Das ist jedenfalls das Ideal. Verbrechen, so schreibt Messier, kommen nur noch in Ausnahmefällen vor. Und wenn sie vorkommen, dann deprimieren sie alle Bürger, so als ob sie an diesen Verbrechen mitschuldig seien. Aber mit dieser Perspektive interferiert doch schon im 18. Jahrhundert der zentrale Aufklärungswert des Mitleids, ein Wert, der aus individueller Perspektive entwickelt wird und der den Verbrecher als Produkt und als Opfer von Staat und Gesellschaft erscheinen lässt. Deswegen müssen alle Citoyens weinen, wenn ein Verbrechen geschieht, weil alle Citoyens ja mitschuldig sind. Ich hoffe, die Perspektive ist Ihnen allen vertraut. Wenn ich nun drittens auf die dominante Todesperspektive des frühen und des späten 20. Jahrhunderts zu sprechen komme, auf die radikal individualistische, existenzialistische Perspektive, so möchte ich beginnen mit dem Werk, das wie kein anderes im Blick auf unser Thema kanonisch geworden ist, mit Heideggers Sein und Zeit. Ich denke, Heideggers existenzialistische Reflexion über den Tod konstituiert sich über vier zentrale Punkte. Erstens ist der Tod im Dasein gegenwärtig. Er ist Teil des Daseins als Möglichkeit der Unmöglichkeit des eigenen Daseins. Nach Husserl und, wenn ich ihn recht verstehe, auch nach Luhmann, ist das übrigens etwas, was das Individualbewusstsein nicht denken kann. Das Bewusstsein kann nicht sein eigenes Ende denken. Und Husserl deutet das an, Luhmann arbeitet das aus. Das mag eine Faszination, sozusagen ein Anziehungspunkt des Denkens über den Tod sein. Zweitens ist der Tod für Heidegger das Jemeinige. Nur aus individueller Perspektive kann der Tod gedacht werden. Und das ist so eindeutig der Fall, dass Heidegger, der die Zeit aus dem Gedanken an den Tod entspringen lässt, folgert, dass es nur eine Dimension von Zeit, nämlich die individualistische Dimension von Zeit, geben kann. Drittens, der Tod löst prinzipiell Angst aus. Und vor dieser Angst rettet sich das Dasein normalerweise durch Flucht in das schlechte Kollektive, in das Mann, in die Verfallenheit. Dagegen stellt Heidegger viertens die Forderung einer bewussten Konfrontation, eines sich bewussten Aussetzens der Todeserfahrung auf. Und das ist das Vorlaufen in den Tod, Zitat 12. Sie kennen alle die Passage aus seiner Zeit. Es ist interessant, dass Heidegger damit Sperrung und Kursivierung arbeitet. Das ist also eine doppelzentrale Passage. Das Vorlaufen in den Tod enthüllt dem Dasein die Verlorenheit in das Mann selbst und bringt es vor die Möglichkeit, auf die besorgende Fürsorge primär ungestützt, es selbst zu sein. Selbst aber in der leidenschaftlichen, von den Illusionen des Manns gelösten, faktischen, ihrer selbstgewissen und sich ängstigenden Freiheit zum Tode. Es gibt zu diesem Punkt der radikalen Individualisierung des Todes bei Heideggers eine jahrzehntelange Vorgeschichte. Ein möglicher Beginn liegt etwa bei Nietzsche, der den Begriff des Todes im Leben, wie ihn dann Heidegger verwendet, wohl erfunden hat und der im Prinzip des Dionysischen die Möglichkeit sieht, den Taumel des Lebens mit der Ahnung des Todes zusammenzulenken. Nietzsches philosophischer Entwurf ist dann programmatisch literarisch ausgearbeitet worden in Thomas Manns Tod in Venedig aus dem Jahr 1912, wo, wie Sie natürlich alle wissen, Aschenbachs Liebe zu dem Knaben Taju, zeitgleich mit dem Fühlen, dem Ahnen seiner tödlichen Erkrankung einhergeht. Aber historisch gesehen verdichtet sich die individuelle Todeserfahrung vor allem in den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs, die keine kollektive Sinngebung mehr zulassen. Für mich sind die eindrucksvollsten Dokumente von Teilnehmern des Ersten Weltkriegs Wittgenstein und Trakl, also diskursiv ganz verschieden, aber es ist bei beiden diese Reaktion genau in diesem Sinn, die also den individuellen Soldaten allein auf seine Todesangst und die individuellen Möglichkeiten
der Arbeit, der Konfrontation mit dieser Angst verweisen. Als erster wohl hat dies Sigmund Freud in einem Aufsatz aus dem Jahr 1915 unter dem Titel Zeitgemäßes über Krieg und Tod auf den Begriff gebracht. Und zwar gemäß seiner eigenen Topik, der Gestalt, dass Wittgenstein sagt, dass Freud sagt, wir haben im Lauf der Geschichte sehr viel kollektive Perspektiven auf den Tod akkumuliert. Das sind aber sozusagen alles kulturelle Leistungen, kulturelle Verehrungen. Jetzt in der Konfrontation des Kriegs kommen wir auf die Perspektive des Urmenschen zurück. Und entgegen meiner Assoziation, wahrscheinlich auch Ihrer Assoziation, ist das genau die individualistische Perspektive. Also Freud sagt, unter der Herausforderung des Ersten Weltkriegs brechen alle kulturellen Produkte zusammen. Wir kommen auf die Perspektive des Urmenschen und das ist die individualistische Perspektive. Zitat 13. Unser Unbewusstes ist gegen die Vorstellung des eigenen Todes ebenso unzugänglich. Das ist dieses Motiv, dass das Bewusstsein sein eigenes Ende nicht denken kann. Gegen den Fremden ebenso mordlustig, gegen die geliebte Person ebenso zwiespältig, ambivalent, wie der Mensch der Urzeit. Wie weit haben wir uns aber in der konventionell-kulturellen Einstellung gegen den Tod von diesem Urzustande entfernt? Und Sie werden sehen, das ist negativ. Es ist leicht zu sagen, wie der Krieg in diese Entzweiung eingreift. Er streift uns die späteren Kulturauflagerungen ab und lässt den Urmenschen in uns wieder zum Vorschein kommen. Und erstaunlicherweise wird das nun nicht negativ bewertet. Er zwingt uns, der Krieg, Helden zu sein, die an den eigenen Tod nicht glauben können. Das ist genau die individualistische Perspektive. Er bezeichnet uns die Fremden als Feinde, deren Tod man herbeiführen oder herbeiwünschen soll. Wir erinnern uns des alten Spruches, Civis pacem parabellum. Wenn du den Frieden erhalten willst, so rüste zum Kriege. Es wäre zeitgemäß, ihn abzuändern, civis vitam para mortem. Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein. Und hier sehen Sie am Ende ganz überraschend, so wie der Text verlaufen ist, eine starke Konvergenz mit dem heideggischen Motiv. Ich möchte diesen Abschnitt über die Individualisierung des Denkens über den Tod in den 20er Jahren mit einer bewusst provokanten Frage abschließen. Könnte es sein oder könnte es der Fall gewesen sein, dass diese extreme Individualisierung, diese extreme Existenzialisierung, wenn es dieses Wort gäbe, der Perspektiven auf den Tod es wenigstens teilweise ermöglicht haben, dass die Intellektuellen jener Zeit die Massenmorde der 30er und 40er Jahre in Deutschland und der Sowjetunion geradezu übersehen haben. Dass sich die Industrialisierung des Todes gleichsam hinter ihrem Rücken vollzog, obwohl sie ja sehr bald selbst in dieser Industrialisierung des Todes zu Tausenden zu Opfer fielen. Damit komme ich beim vierten Teil meines Vortrags, und das heißt bei der Gegenwart an. Relativ spät will ich zugeben, wenn man bedenkt, dass das zentrale Wort im Titel meines Vortrags das Wort Zukunft ist. Was sind die Komponenten unseres Todes? Wie sehen wir, die typischen westlichen Intellektuellen, sie sind natürlich nicht, alle nicht typisch, aber ich bin typisch, wie sehen wir, die westlichen Intellektuellen, den Tod am Beginn des 21. Jahrhunderts? Gestatten Sie, dass ich Ihnen zunächst bewusst unsystematisch ein Mosaik aus 7 verschiedenen Positionen und Details präsentiere. Wir sind erstens zum Beispiel mehrheitlich für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, wie ich schon erwähnt habe. Wir wollen also ungeborenes menschliches Leben nicht unbedingt schützen. Wir sind zweitens mehrheitlich für das individuelle Recht auf Freitod und Sterbehilfe. Ich sage nicht, dass das Mehrheit unserer Gesellschaft sind, aber ich denke, es ist fair zu sagen, dass die Intellektuellen mehrheitlich für diese, also Euthanasie sagt man in Deutschland nicht, aber das Wort ist in Amerika weniger belastet, für Euthanasia sind. Wir unterstützen drittens jede naturwissenschaftliche, medizinische, soziale Bemühung, das durchschnittliche Lebensalter zu erhöhen
Und wir tun das mit großem Erfolg. Der Beweis liegt darin, dass zumindest in der Stadt New York die heute am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe die über 100-Jährigen sind. Das ist ein statistisches Faktum, das könnte für München auch zutreffen. Viertens, wir sind fast einstimmig gegen die Todesstrafe, weil wir sie für unzumutbar gegenüber dem verurteilten Individuum halten und weil wir eher dazu neigen, Verbrechen für Pathologiesymptome der Gesellschaft anzusehen. Fünftens, wir, oder genauer gesagt, Sie in Deutschland, sind mehrheitlich de facto Pazifisten. So sehr, dass im späten 20. Jahrhundert zum ersten Mal die Zahl der Todesopfer auf der anderen Seite zu einem systematischen, nicht nur pragmatischen und politischen Argument gegen Krieg überhaupt geworden ist. Viele von uns, und nun beziehe ich mich auf die USA, engagieren sich zugleich für Animal Rights. Schließlich möchte ich im Hinblick auf die einleitende Typologie hinzufügen, dass unsere Konzentration auf den individuellen Tod heute immer noch so extrem und so exklusivistisch ist, dass heute auch religiöser Glaube, also der de facto Glaube an eine Transzendenz, an dieser Individualisierung des Todes nichts verändert. Vielleicht wissen Sie, und wenn Sie es nicht wissen, dann können Sie das mit Genuss entgegennehmen, dass nach jüngsten Statistiken 97% meiner amerikanischen Mitbürger an einen persönlichen Gott glauben, der sie persönlich liebt. Aber in den USA ist die Angst vor dem individuellen Tod dennoch größer als irgendwo anders so groß, dass de facto, und der Native Speaker David Welbury wird Ihnen das bestätigen, das Verb to die aus der amerikanischen Sprache verschwunden ist. Man kann das Wort to die nicht verwenden, that's harsh. Man sagt to move on, to pass on. Man kann in Amerika auch keinen Krebs haben, you can only fight cancer. Wenn man sich nun fragt, ob es einen Konvergenzpunkt für all diese Optionen gibt oder was ein Konvergenzpunkt für all diese Optionen in Bezug auf den Tod in unserer Gegenwart sein könnte, so kommt man zu dem Eindruck, dass dieser Konvergenzpunkt die dominante Form und der dominante Inhalt der Selbstreferenz in unserer Kultur ist. Und das ist dann ein Subjekt, das seine Selbstverfügung und seine Selbsterhaltung als den allerhöchsten Wert, als transzendentalen Wert sozusagen ansieht. Ein Subjekt auch, für das die Leidensfähigkeit und die Leidensvermeidung im Zentrum der Selbstreferenz steht. Das ist so dominant, dass dadurch auch noch die Selbstreferenz auf Tiere hin, via Mitleid, geöffnet wird. Vielleicht könnte man auch ganz bewusst kulturkritisch und etwas aggressiv gewendet sagen, dass hinter diesem Mosaik von Todesoptionen ein hedonistisches Mittelklasse-Individuum steht, das sich und seinesgleichen vor allem keine Härten zumuten will. Und wie ist es, und damit bin ich beim fünften und letzten Teil, um die Zukunft bestellt, um die Zukunft des Denkens über den Tod? Ich denke, dass eine Reaktion, eine Verpflichtung für uns Intellektuelle, auf die beschriebene Herausforderung zu reagieren, darin liegen muss, dass wir uns bemühen, neue Denkformen, neue Diskurse zu erfinden, die es uns erlauben, über unseren Tod und unsere Tode anders als bloß in individualistischer und existenzialistischer Perspektive nachzudenken. Aber statt als Präzeptor Germaniae oder Europae, des alten Europa, zu sagen, wie diese Denkformen oder Diskurse aussehen sollen, schließe ich mit dem Verweis auf einige Positionen, mit denen vielleicht die Zukunft unseres Todes im Sinn eines neuen, nicht mehr individualistischen Denkens über den Tod schon begonnen hat. Eine Lösung ist übrigens nach meiner Meinung gerade nicht der in diesem Land sehr viel zitierte Giorgio Agamben mit seiner Verschwörungsthese, nach der wir alle, 6 Milliarden guter Menschen, Opfer der Verschwörung einer kleinen Clique von texanischen Ölmillionären geworden ist, die den Ausnahmezustand über uns erklärt haben, sodass Guantanamo
die Allegorie der gegenwärtigen Weltsituation ist. Das mag stilistisch attraktiv sein, aber philosophisch unhaltbar. Interessant hingegen finde ich zum Beispiel und erstens die neueste Bewegung in der anglikanischen Theologie, die Radical Orthodoxy genannt wird, welche der Religion wieder ihre kosmologische Dimension zurückgeben möchte. Die jungen Theologen der Radical Orthodoxy, die übrigens dem Erzbischof von Canterbury als Berater sehr nahestehen, scheuen sich nicht, auf den Schöpfungsmythos zurückzugehen, Gott als Schöpfer der Welt anzusehen, scheuen sich nicht, vorzuschlagen, individuelles und kollektives Leben als Liturgie, als Lob Gottes zu vollziehen. Und in dieser Konzeption und in einem nicht nur metaphorischen Sinn wird der Tod wieder zu einem Übergang. Ich persönlich allerdings und subjektiv leider bin so altmodisch, so sehr ein Ex-68er, das waren meine Münchner Jahre, my formative years, dass für mich diese Option existenziell nicht offen steht. Aber gerade deshalb respektiere ich zweitens jene neuen naturwissenschaftlichen Kosmologien, die diskurstypisch gesehen ganz deutlich säkularisierte religiöse Diskurse sind und die sich bemühen, die Gegenwart, das Leben und den Tod in der Gegenwart auf zeitliche Dimensionen, die die Gegenwart transzendieren, zu öffnen. Ein Nicht-Naturwissenschaftler, der solche Positionen verkörperte, war übrigens Jean-François Lyotard, der einmal die Frage stellte, ob es dem Menschen möglich sein könnte, nach dem Erlöschen der Sonne ohne Körper weiter zu denken und damit weiter zu leben. Jean-François Lyotard, dem aber auch klar war, dass ein solches Projekt im Widerstreit, im Differenz, im unauslösbaren Widerstreit zu unserem hedonistischen Subjektivismus stehen würde. Die intensivste Hoffnung für mich, auf eine solche neue Weise über den Tod nachzudenken, kommt, und das ist wohl mehr ein Zufall, von zu Hause. Ich habe das jetzt etwas heideggerisch formuliert, von einem Kollegen in meinem eigenen Department of French and Italian at Stanford. Es ist das Buch meines Kollegen Robert Polk Harrison. In diesem Buch versucht Harrison, die Gegenwart, und zwar jede Gegenwart, neu zu konzipieren als ein Moment der Vermittlung zwischen den Toten, nicht dem Tod, deshalb the domain of the dead, und den Ungeborenen. Dazu Zitat Nummer 22. To mortalize oneself, und das ist sozusagen der Imperativ dieses Buch, also ein neues Denken über den Tod wird genannt, to mortalize oneself, means to learn how to live as a dying creature, or better, to learn how to make of one's mortality the foundation of one's relation to those who live on, no less than to those who have passed away. Weil nun Harrison, wie einige unter Ihnen wissen, diejenigen, die ihn kennen oder sein sehr schönes und erfolgreiches Buch über die Geschichte des Waldes gelesen haben, weil Harrison ein ehemaliger Heideggerianer ist, muss er sich in seinem Buch von der heideggerischen Todesperspektive absetzen. Das war mir natürlich sehr wichtig. Und das macht klar, dass ich ihn sozusagen nicht in inadäquater Weise interpretiere. Zitat 23. In Being and Time, Heidegger gives back to death the world disclosive power it rightfully possesses, without doubt. Yet its existential analytics suffers from some essential shortcomings. In particular, it fails to show, or even suspect, that Dasein's relation to its death passes by way of its relation to the dead. Also eine nur individualistische und existenzialistische Perspektive ist nicht mehr möglich. Was Harrison zweifellos zu entwickeln versucht, ist ein kosmologischer Diskurs, ein kosmologisches Denken über den Tod, das weder empirisch-naturwissenschaftlich noch theologisch ist. Und das könnte eine Herausforderung sein, die einzulösen uns noch nicht gegeben ist, aber an der wir, wie wir meinen, arbeiten sollen. Dass Harrison das noch nicht ganz gelungen ist, trotz meiner Begeisterung für dieses bald erscheinende Buch, zeigt das Zitat 24, mit dem ich fast meinen Vortrag abschließen möchte. The primary reason why the dead have an afterlife in so many human cultures is because it falls upon them, upon the dead, to come to the rescue and provide counsel when that debilitating darkness falls.
Why this special authority, the special authority of the dead? Because the dead possess a nocturnal vision that the living cannot acquire. The light in which we carry on our secular lives blinds us to certain insights. Some truths are glimpsed only in the dark. That is why in moments of extreme need, one must turn to those, the dead, who can see through the gloom. Sie sehen, das ist vielleicht doch noch zu theologisch oder zu literarisch für einige von uns. Aber ich gebe zu, das ist genau, weil ich selbst in dieser Reflexion gekommen bin, bis zu diesem Punkt ist es möglich, einen im erläuterten Sinn kosmologischen Diskurs, eine kosmologische Weise des Denkens über den Tod zu inaugurieren, die weder empirisch naturwissenschaftlich noch, jedenfalls was mich angeht, theologisch oder zu nachgiebig literarisch ist. So weit bin ich gekommen. Und das ist ein guter Grund und ein guter Ort, meinen Vortrag abzubrechen, weil in Bezug auf diese Frage, was der Ort theologischer Reflexion in unserer intellektuellen Ökologie im frühen 21. Jahrhundert sein könnte, weil in Bezug auf diese Frage der Hausherr Heinrich Meyer bereits viel weiter gekommen ist als ich. Vielen herzlichen Dank. Applaus